is calling. Hallo du, du und du natürlich auch da hinten. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Paleo Pines, die Demo-Version mit mir, eure Fenia. Und du bist neu hier auf meinem Kanal, es gefällt dir hier, dann lass mir doch ein Abo da, kommentier ganz, ganz fleißig und aktivier die Glocke. Würde ich mich mega, mega drüber freuen. Und ja, was machen wir jetzt als nächstes? Ich weiß es nicht mehr. Und ist euch mal aufgefallen, die Steine sehen aus, als wären sie Köpfe? Oder wie kleine, weiß ich nicht, Fischchens? Total süß. So, ich glaube, es ist ein nächster Tag. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht gespielt. Strudi freut sich. Wo war denn hier der Eingang? Strudi! Kleine, süße Strudi. Oh, ich hab die ganz doll lieb, Strudi. Ja. Strudi hat einen Kackihaufen gemacht. Wo war denn hier nochmal meine... Schippe war natürlich gerade nicht dabei. Ich hab's ja in die Truhe gelegt. Oh. Hä? Nee, warte mal. Momentchen. Man kann das vergrößern. Okay. Haben wir die Sachen. Also wir haben Holz. Interessant. Das haben wir. Davon brauchen wir 10. Werfen. Haha. Okay. Großer Platz, großer Waldschlafplatz, großer Wüstenschlafplatz, großer Talschlafplatz. Ah, okay. Na dann, Strudi, ich glaube, wir werden einmal schnell dein Gehege hübsch machen. Und ich brauche die Schaufel. So. Wupp. Hier war das, genau. So, davon brauchen wir 10. Davon brauchen wir 15. Davon brauchen wir 5. Und davon natürlich auch 5. Oh, cool. Aber irgendwie... ja. Nein, Hilfe, ich steck fest. Kann ich den... Ah, okay. Okay, man kann das auch drehen. Ha! Perfekto Mundo. Schau mal, Strudi. Jetzt hast du auch einen schönen Schlafplatz. So, jetzt brauche ich meine Schippe. Ich muss den Kackhaufen aufsammeln. Wir wollen ja nicht, dass Strudi... Achso, nein. Ich vergesse das immer, dass man das... Halt, hier ist die Tür. Hier ist die Tür. Und wie geht's dir, meine Süße? Wie geht's, meine Lucky? Okay, das können wir nicht vergrößern. So, Lucky hat keine Energie mehr. Nein, es ist anscheinend dann doch kein neuer Tag. Hat. Haben wir das gebaut? Ich weiß es nicht. Mir hat man übrigens gesagt, dass Lucky sehr gerne Kartoffeln mag. Moment, das testen wir mal aus.
Ah, ne, so. Oh, flupp. Momentchen mal. Nee, Quatsch. Tomaten magst du, ne? Kartoffeln war Struti. Ah, Entschuldigung. Falscher Dino, falsch. Oh, da ist Dingsbums. Marie. War doch Marie, ne? Howdy, Fenja. Schön, dass du wieder unterwegs bist. Ich bin auf dem Weg zum Rand des Tals. Gestern Abend habe ich dort seltsame Geräusche gehört. Ich muss mal nachsehen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du die hier zu Owen bringen? Wenn du die Gelegenheit dazu hast. Sie sind ein Teil von Owens Mittagessen. Owen sollte eigentlich vorhin mit mir kommen, aber... Er ist damit beschäftigt, noch eine Sache zu schreiben. Der Junge muss wirklich mal hinter dem Schreibtisch hervorkommen. Ich kann nicht länger bleiben, die Untersuchung wartet. Gleich nachdem ich gepackt habe, hab einen aufregenden Tag, Fenja. Okay. Das ist einfach sehr süß. Also ich freue mich schon wirklich sehr, 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 sehr auf die voll Spielversion. So, was haben wir denn hier noch? Findet die Parasaurolophus. Natürlich müssen wir dafür bestimmt den Weg ausräumen. Beseitigt den Felsbrunnen, das machen wir noch. An Sahara liefern. Geht zu Owen. Der verlorene Hut. In der Nähe von Pebble Plaza. Findet 30 Steine. Bringen die Steine zu Mari. 10 Kartoffeln. 5. Achso, das war ja mit der Frühsuppe. Und bring Paprikaschoten zu Owens. Ah ja, dann bringen wir jetzt mal Paprikaschoten. Wir bringen Paprikaschoten. Momentchen mal zwischendurch will ich hier mal Material sammeln. Ich habe Bestellung nicht. Und wenn, dann Bestellung überspringen. Ganz einfach. Wenn ihr sowas langweilig findet. Ich finde sowas manchmal ganz spannend. Upsala. Zwischendurch mal ein paar Preiselbärchen. Alles abkrabbeln. So. Zack. So einen Baum hätte ich auch gerne. Aber ich habe keinen Garten. Ich wohne nur in einer Mietwohnung mit einem Balkon. Aber vielleicht irgendwann einmal. Ich glaube, da unten liegt noch ein Stein rum. Komm, Lucky, lass uns zu den Steinen. Was ist das denn hier? Ein Wasserbecken? Das ist bestimmt ein... Das ist ein Kochtopf. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt so ein für die Dinos so eine Tränke. Ich meine, die müssen ja auch mal Wasser trinken. Patsch, patsch. Nein, nein, ich würde eigentlich auf Lucky auf Stein. So. Ich glaube, an Ohren sind wir schon vorbei. Aber nicht so schlimm. Kommen wir hier ran? Nein, hier kommen wir noch nicht lang. Egal. Oh, sieht so schön aus mit den Blumen. Einfach nur mega, 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 mega schön. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube, das können die stundenlang erzählen. Oh, was haben wir denn hier für süße Dinos? Ist das ein Ankylosaurus? Ich sehe da an. Ich sehe da zwei Ankys. Ich
weiß noch nicht, was sie mögen. Oh Gott. Also, Habe ich eure Aufmerksamkeit, bitte? Freundschaft. Blau. Oh Gott. Moment hier mal. Also. So? Was kam denn noch? Rot und gelb. füttern. Der Ankühler interessiert sich für dich. Was mag er denn? Birne? Versuchen wir es mit einer Birne? Nein. Er mag dieses Leckerli nicht. Eine Kartoffel? Magst du Kartoffel? Und? Ja, er mag Kartoffeln. Und jetzt? Noch eine Kartoffel? Also, ich glaube, jetzt müssen wir ihn mal beruhigen, wa? Sind wir jetzt Best Friends? Kartoffeln? Bitte mal Kartoffelchen. Bitte, bitte, bitte. Wir müssen den Pfeil da reinkriegen, ne? Nee, das war zu viel. Gar nicht so einfach, Leute. Und? Sind wir jetzt Freunde? Nee, immer noch nicht. So, jetzt habe ich ihn eingeschläfert. Manu! Komm schon! So, Freundschaftsruf. Also. Nee. Ah! Verdammte Schitte. Nochmal. Also. Drei. Doch. Hm.
So. Vielleicht müssen wir versuchen, ihn einmal zu beruhigen. Aber nie wieder einschlafen. Na toll. Okay, Leute. Ich glaube, das klappt noch nicht mit den Handkühlen hier. Vielleicht mit dir? Okay, der hat das auch. Alles klar. Versuchen wir das. Wenn wir ihn jetzt füttern, ich weiß nicht, magst du auch Kartoffeln? Das soll ja da rein, ne? Oh Mann, oh. Nicht einschlafen. Na toll. Ja gut, die Ankis wollen uns noch nicht kennenlernen. Die Paprika müssen wir übrigens jetzt nichts bringen. Ich komme wieder. Die sind sehr, sehr... Oh, was haben wir denn hier noch Schönes? Ihr seid keine Steinklopfer. Also, in Ark sind ja Ankylos ja immer so Steinklopfer. Nee, Metallklopfer. Die Dödi-Kugel ist ein Steinklopfer. Aber hier sind keine Dödis, oder? Sind hier Dödis? Hallo? Gibt's hier Dödis? Also, eine zerbrochene Tafel. Das hätte fast geklappt mit den Ankylos. Wer seid ihr, Süßen? Oh, die sehen aus wie Stegos. Voll süß. Ah, Paris. Mein Gott, es gibt so viele süße Dinos. Okay, zu den Paris komme ich nicht hin. Das ist ja doof. Alter, ist Klee. Mitnehmen. Oh. Ich komm gleich wieder, Lucky. Da. Hm.
Achso, ihr wollt lila. Okay. Nein! Ah, shit. Entschuldigung. Richtig? Nee, oder? Rot, gelb, blau. Also. Rot. Blau. Verdammt. Was magst du denn? Magst du vielleicht Preiselbeeren? Hätte Bock auf Preiselbeere. Ja, es mag Preiselbeeren. Okay, also, noch eine Preiselbeere. Sind wir jetzt Freunde? Nein, irgendwie nicht. Nee, das war zu viel. Nicht so einfach. Vielleicht eine Birne. Bitte mag eine Birne und sei voll im Grünbereich, bitte. Ja! Aber ist doch jetzt... Hallo? Magst du Löwenzahn? Nein, Löwenzahn macht er nicht. Schade. Aber Preiselbärchen macht. Das ist ja schon mal... Nee, Birne. Doch, Birne, ne? Oder was doch Preiselbeer? Ich hab's vergessen. Ach, muss ich mir nachher mal aufschreiben. Alles ist so rein. Anscheinend wird es jetzt dunkel. So viel zum Thema, das Gemüse an den Ofen bringen. Ja, läuft. Dann bringen wir es jetzt zu Ofen. Ich glaube falsch, kann man sagen. Entschuldigung, die Preise werden eingesackt werden. Das ist nicht so einfach.
glaube, ich muss das Zähmen noch ein bisschen üben. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja, doch richtig hier. Oh, hallo Fenja. Ich bin gleich bei dir. Ich muss nur noch eine Sache zu Ende bringen. Mari sucht dich. Mari? Oh nein, wir wollten doch sagen, mir nicht, dass sie ohne mich gegangen ist. Ich sagte ihr, dass ich nur noch fertig werden muss. Oh, es ist dunkel. Naja, vielleicht ist es so am besten. Sie kann sich reinstürzen und ich muss mich nicht beeilen. Ich habe dein Mittagessen. Oh, sie hat dir die Paprikaschoten gegeben. Weißt du was? Du kannst sie behalten. Dieses ganze Adrenalin hat mir den Appetit geraubt. Okay. Oh, dann behalte ich jetzt deine Paprika. Gut, dann hätten wir die ja auch verfüttern können, vielleicht an den Dinos. Naja. Egal. Dann gehen wir jetzt ins Bett. Sozusagen. Ein bisschen Gras einsammeln. Irgendwann schaffe ich das. Irgendwann schaffe ich es, noch ein Dino zu sehen. Aber nur irgendwann. Ich muss nur noch das Richtige essen. Das nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Aber eigentlich hatte ich das doch hingekriegt mit den. Aber anscheinend wollte er nicht mit mir befreundet sein. Ich weiß auch nicht warum. Naja, gut. Jo, ihr Lieben, dann würde ich sagen, war es das wieder für diese Folge. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, kommentieren, abonnieren und die Glocke aktivieren. Würde ich mich mega, mega drüber freuen. Und dann sage ich mal, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Fenja.